Im Südosten Estlands, an der Grenze zu Russland, liegt die Heimat der Seto. Ein indigenes Volk, das seine eigene Identität und Kultur pflegt. Und mit gerade einmal 10.000 Menschen auch eines der kleinsten in Europa ist. Eine ihrer wichtigsten Traditionen, die alljährliche Wahl des Vizekönigs. Er ist für ein Jahr sozusagen der Chef seines Volkes und vertritt vor allem den Gottkönig Peko auf Erden. Als König Peko bezeichnen die Seto seit alters her ihren heidnischen Gott. Der Legende nach schläft Peko den ewigen Schlaf in der Höhle eines Klosters. Daher kann er sein Königreich nicht mehr selbst regieren. Dies tut nun für ihn der Vizekönig, alljährlich vom Seto-Volk gewählt. Und das urdemokratisch. Rein Järvelill ist seit einem Jahr im Amt. Der farbenfrohe Stab in seinen Händen gilt als Symbol seiner Kräfte und ist ein spirituelles Instrument. Heidnische Rituale und Zeremonien werden von den Seto nach wie vor praktiziert. Zwar nimmt heute nicht mehr jeder die alten Legenden für bare Münze, da sie aber dem kleinen Volk ihre Identität geben, sind Traditionen sehr wichtig. Heute kümmern sich Rain und seine Helfer um die Vorbereitung ihres größten Festes. Am Tag des Königtums wird feierlich der künftige Vizekönig gewählt. In meinem Hauptberuf bin ich Förster. Im Moment bin ich der Vizekönig von König Peko. Dies ist die angesehenste Position, die ich je hatte. Ich bin auch offizieller Vorsitzender der Setoma-Administration in Estland und Leiter der Seto-Informationsgesellschaft. Das ist eine kleine gemeinnützige Organisation, in der wir die Kultur der Seto fördern. Setoma, so nennen die Seto ihr Land. Doch unabhängig oder gar ein Königreich ist es in Wirklichkeit nicht. Es gehört territorial größtenteils zu Estland und teils auch zum benachbarten Russland. Die Dörfer und Siedlungen der Seto liegen verstreut, oft weit voneinander entfernt. Umso ausgeprägter ist das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit. Rehns Aufgabe als Vizekönig ist es, alle Seto zu vertreten. Er ist das Herz der Seto-Gemeinschaft und er wird viele von ihnen in den nächsten Tagen vor dem anstehenden Fest besuchen. Und dann ist es endlich soweit. Der alljährlich höchste Tag der Seto ist da. Alle sind gereinigt, verziert mit Tracht und Schmuck, bereit für Fest und Vizekönigswahl. Der beeindruckendste Teil der Frauenkostüme ist der üppige Silberschmuck. Seto-Frauen hört man, bevor man sie sieht. Ihre Ketten und Schmuckstücke klingen bei jedem Schritt. Dann erscheint einer der Ehrengäste des Tages, die estnische Staatspräsidentin, Kersti Kaljulaid. Während alle auf die Bekanntgabe der Kandidaten für das Amt des Vizekönigs warten, tauschen sich die Ältesten des Volkes mit dem hohen Gast aus der Hauptstadt aus. Auch Fotos von diesem besonderen Moment dürfen nicht fehlen. Die Heimat der Seto gehört seit den 1920er Jahren zum Staatsterritorium Estlands. Heute verläuft mitten durch das Seto-Stammland die EU-Außengrenze. Ein schwieriger Status. Und vielleicht der Grund, warum den Seto ihre Traditionen so wichtig sind. Drei Bewerber stellen sich zur Wahl des neuen Vizekönigs. Rein ist einer von ihnen, also Anwärter für eine zweite Amtszeit. Wählen Sie bitte den Vizekönig für das nächste Jahr. Rechts ist Leivo, ein Mann der neuen Generation, und zu meiner Linken steht Rein. Es lebe das Volk der Seto.
Die Wahl beginnt mit einem Kanonenschuss. Nun kommt her und gebt eure Stimme ab. Die Seto stimmen ab, indem sie an eines von drei Seilen greifen, die von den Baumstümpfen gespannt sind, auf denen die Kandidaten stehen. Es gibt keine Stimmzettel. Die Zählung erfolgt vor Ort. Gleichzeitig entfaltet sich auf der Bühne ein Kampf um die Wählerstimme. Die Anhänger umgeben ihren Kandidaten und kämpfen Kraft ihrer Folklore. Unter den Seto herrscht die Meinung, dass der Effekt umso stärker ist, je besser die stimmliche und instrumentale Unterstützung ihres Kandidaten ist. Nun kommt her! Zu mir! Zu Rein! Zu Leivo! Jarvele Rein bekam 262 Stimmen. Was? Wie bitte? 262. Es kann nicht wahr sein. Zum Vizekönig wird hiermit Rein Jarvelil. Es ist vollbracht. Tatsächlich, Rein hat es geschafft. Er ist alter und neuer Vizekönig der Seto. Ich kenne mein Amt bereits. Ich habe schon ein Jahr Erfahrung. Und ich will euch nicht mehr versprechen als früher. Aber ich werde dafür kämpfen, dass noch in 50 und in 100 Jahren die Seto-Kultur weiterlebt. Rein kehrt für einen Einweihungsritus in den Kreis der Ältesten seines Volkes zurück. Pekos Stab wird wieder in Rains Hände übergeben. Für ein weiteres Jahr wird er König Peko helfen, das kulturelle Leben von Seto Ma zu lenken.